Seid mir gegrüßt, liebe Alien-Freunde. Ja, mein Let's Play zu Alien Isolation ist ja schon einen Tacken her. Und ich habe mir überlegt, ich habe irgendwie wieder Bock auf Alien. Und da fiel mir ein, dass ich die DLCs ja noch überhaupt nicht ausprobiert hatte. Und ja, ich glaube sogar, ich habe das euch versprochen an die Leute, die mein Let's Play gesehen haben. Schaut doch ruhig mal vorbei. Ich finde, also die Story ist immer noch unheimlich sehenswert. Wie auch immer, jetzt nehmen wir uns mal die DLCs vor. Besonders die ersten beiden sind interessant. Die spielen nämlich auf der Nostromo. Was es auch für ein Biest sein mag. Also, gewaltig. Sie denken, es hat ihn in die Luftschächte geschleppt? Es ist in einem der Kühlkanäle verschwunden. Ich bin davon überzeugt. Es bewegt sich durch die Luftschächte. Tja, ich würde sagen, das mit dem Luftschacht ist immerhin eine Chance. Er hat keine Abzweigung und führt direkt in die Hauptluftschleuse. Wer hat die Ehre? Ja, zur Erinnerung, das Spiel selber ist von 2014, hat also schon einige Jahre auf dem Buckel, ist aber immer noch für mich das beste Alien-Spiel, was auf dem Markt ist. Kostet auch immer noch erstaunlich viel dafür, dass es schon diese Jahre auf dem Buckel hat. Also hat mich doch gewundert. Na, wie auch immer. Wir haben die Auswahl zwischen drei Charaktere. Ripley, Parker und Dallas. Und da diese Mission ja der Dallas gemacht hat, nehmen wir auch den als Charakter. Okay, also los, Leute. Sammeln Sie die Ausrüstung ein. Einfach klasse, ne? Dieser Retro-Charme, ne? Dieser Vogel, den hat's früher auf jeden Tisch gegeben. Im 70er-Jahre-Haushalt. Saugen wir einfach mal die schöne Atmosphäre der Nostromo auf. Alter Kalender und die Tim und Struppi-Rakete darf natürlich nicht fehlen. Ja, geil. So, wir werden uns mal ein bisschen umschauen hier. Ich hatte ganz vergessen, dass die Nostromo so viele Gänge hatte. Auch diese Ritterrüstung als Raumanzüge, ne? Das ist so, man merkt an allen Ecken und Kanten, dass die Filmvorlage aus den 70ern war, ne? Das ist, nun spielt Alien ja in der Zukunft, aber man sieht hier eher die 70er Jahre, ne? Das ist so richtig Retro-Science-Fiction, ne? Klasse. Zentrale. Der zusammengebaute Flammenwerfer von Parker. Nicht schlecht. So, wollen wir uns noch ein bisschen umschauen. Auch geil, so von den Geräuschen und von der Musik, ne? Das ist einfach super. Ich kenne auch kein Spiel, bis heute nicht, das die Atmosphäre von Alien so gut einfängt wie das hier. Schade, dass sie das auch nicht beim zweiten Teil hinbekommen haben. Beziehungsweise, ich glaube, wie hieß es noch? Alien Marines oder irgend sowas? Aber irgendwie
haben die das bis heute nicht hingekriegt. Mutter! Jetzt hole ich mir die verdammten Antworten selber. Wie geil ist das denn, ne? Ein Tonband und so ein Commodore 64 dazwischen. Ja, und das war mal was gewesen im Film, ne? Das so darzustellen. Früher waren ja auch die Computer wesentlich größer wie heute, ne? Wenn wir an unsere Rechner denken, da hätten wir den ganzen Raum mitfüllen können, ne? Geil. Schön, dass sie das hier so mit eingebaut haben. Ja, ich muss mich noch ein bisschen mehr orientieren hier, weil ich habe das ja auch schon seit Jahren nicht mehr angefasst, das Spiel. Auch so mit der Steuerung und so. Ganz schön frickelig, auch wenn man nachher Gegenstände baut und so. Also, das würde heute mit Sicherheit wesentlich besser laufen. Die Krankenstation, ja. Der arme Kane ist ja schon tot. Ja, da in der Glasschale lag er ja. Ein bisschen was einsammeln. Medikit. Das Sicherheitssystem hat einige Türen verriegelt. Sie müssen also Ausrüstung unterwegs aufsammeln. Mutter ist gerade leider nicht besonders hilfreich. Da gehen wir nachher rein. Ja, und ein bisschen schade, dass sie nicht die Original-Synchronsprecher genommen haben. Das wäre natürlich noch das i-Tüpfelchen gewesen. Aber naja, ne? Wir nehmen das mal so auf. Des Planetoiden gelandet, von dem aus das akustische Signal versendet wird. Dallas, Kane und Lambert treffen Vorbereitungen, sich dem Signal auf dem Fußweg zu nähern. Das sind wahrscheinlich eher Bilder von den Entwicklern, ne? Ja, leer. Atmosphäre, Stickstoff, ein bisschen Sauerstoff. Zigaretten, die dürfen natürlich nicht fehlen. Das Rauchen im Film und so, das gab mal eine Zeit, da war es völlig normal. Da hat keiner so einen Aufstand gemacht wie heute. Ach, darum bin ich auch irre froh, dass meine Pistenjahre vorbei sind. Weil in der Kneipe gehen und keine rauchen können. Ach nee, lass mal. Nee, danke. Du wiederholst dich übrigens, Ash. Ah, da wollen wir doch mal schauen. Die Karte, ja. Immer noch die gleiche Taste, hat sich nicht verändert. Immer noch düster und beklemmend. Nix drin in den Kisten, was soll denn das? Sind auf dem Weg. Sie haben sich aber ganz schön Zeit gelassen. Meine Seite des Systems ist abgestellt. Ich sitze hier wie auf dem Präsentierteller. Keine Panik, Lambert. Es ist bald vorbei. Lambert. Sehr gut. Ist hier noch was? Ja, Leuchtfackel. Schrott und Tim und Struppi-Rakete ausgezeichnet. Den Schokoriegel nehme ich auch.
müssen wir denn ganz hin? Oho. Ja, das ist ein weiter Weg, würde ich sagen. Oh oh. Da ist ja schon unser Freund. Wir haben ihn schon vermisst. Wie gut, dass man sich unter die Tische packen kann. Hatten sich bei Soma viele beschwert, dass sie es da nämlich nicht konnten. Ich würde sagen, wir gehen mal in den Schacht hier rein. Wir sind schon auf dem richtigen Weg, würde ich sagen. Das Alien leider auch. Dieses Aas. Nur ein bisschen merkwürdig. Man soll keine Geräusche machen. Das hat ja prima geklappt. Wunderbar. Sprinten macht Geräusche, ja. Ich wollte gerade sagen, warum hört das Alien eigentlich die Luke nicht? Das muss sie doch hören, okay, wie das da... Uns, wenn alles erledigt ist. ...auf und zu geht. Na gut, weiter geht's. Diesmal sind wir bei Parker schon. Kennen Sie alles? Dieser Plan ist verrückt. Eine Selbstmordmission. Burns, Motherfucker. Burns. Manchmal hast du aber auch wirklich keine Chance, ne? Da kannst du dich so viel verstecken und... so leise sein, wie du willst. Das Alien ist einfach immer da. Immer gegenwärtig. Ja, so ist das Spiel, ne? Und nichts in den Kisten. Das ist schade. Sonst hat man doch immer so viel da gefunden. Das kann ich mir bald schenken, da nachzugucken, ne? So. Okay. Jetzt müssen wir in die andere Richtung. Ja, jetzt habe ich einfach mal die Parker-Seite genommen. Der abwechslungshalber. Ah. Man guckt immer öfters auf die Karte, als man eigentlich müsste, ne? Nicht, dass das Alien aus der Decke kommt. Auch eine fiese Falle. Wenn der Speichel tropft, dann sollte man nicht den Gang entlang gehen. Na, wo bist du? Kitty, Kitty, Kätzchen. Und dreht wieder um. Nee.
Ja, nach Kisten suchen können wir uns da sowieso sparen. Ah, sind ja auch schon gleich da. Das ist ein Lambert. Klingt immer nach so einem Käse irgendwie, ne? Oh, da ist sie ja schon wieder. Keine Panik, Lambert. Es ist bald vorbei. Kommt das auch rein? Nicht? Alles wird gut. Landeklemmenbucht. Landeklemmenbucht. Das hört sich ja auch merkwürdig an, ne? Wo ist denn das? Es muss da in der Mitte sein. Komm doch einfach rein, dann haben wir es hinter uns. Kitte, kitte, Kätzchen. Oh Mann. So komme ich ja nie weiter hier. Noch mal eine Feuerdusche. Das ist gut. Ist gut gegen Parasiten. Und, ist das spannend oder nicht? Ist das noch ein geiles Spiel oder nicht? Ich behaupte einfach, ja. Das macht tierisch Laune. Auch wenn das Alien auf den Sack geht, aber das ist ja auch Sinn der Sache. Wie hier denn gelandet? Ja, die Nostromo war ganz schön ausgestattet, ne? Aber ich glaube, diesen Raum hier hat man nie gesehen. Ist da noch was Schönes? Ein alter Wecker, ne? Ist denn irgendwie nach da vorne da. Oh, oh, oh. Immer im rechten Moment, ne? Jetzt ist das da drin, ne? Schnell ausnutzen, dass wir hier mal weiterkommen. Und soll ich euch mal was verraten? An dieser Stelle bedanke ich mich schon mal für eure konzeptionelle Reinheit. Danke fürs Zuschauen und tschüss bis zur nächsten Runde.